Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Start in eine neue Woche. Und hoffentlich eine ernterreiche Woche. Wir haben es ja jetzt 17:22 ingame. Sobald wir hier schlafen können, werden wir die Nacht überspringen. Ja, wir können jetzt noch ein bisschen aufräumen. Wir können unsere Fahrzeuge unten, die am Feld rumstehen, noch zurückfahren. Wir werden dort auch noch die Ballen einsammeln. Wichtig war ja, dass wir sie erstmal alle eingewickelt haben, dass die entsprechend vergären können. Jetzt überlege ich, ob ich hier schon mal Wasser auskippe. Das können wir auch machen. Und da werden wir ihn schon noch mal unter den Öltrigger stellen können. Ne? Genau, dann müssen wir nicht so viel am nächsten Tag auskippen und mal vom Pfeiler fahren. Ah, so eine Beule, ne, glaube ich. Ja. So, den hier nehmen wir. Das sammeln wir mal erstmal die Ballen zusammen, fahren die rüber zur BGA. Da wird es noch ein zweiter Hänger, glaube ich, fast nicht, ne? Wir müssen jetzt, glaube ich, noch 6 Stück drauf, oder? Nee. Noch eine Reihe. Nee. Doch, doch. Gut, da wird es auf keinen Fall noch mehr voll. Also wenn, dann nehmen wir mit. So, die werden wir an die rechte Wand von der anderen Silo stellen, sodass wir da zurechtkommen wegen Aufladen dann. Das müsste aber eigentlich funktionieren. So, zack, an dieser Stelle entladen. Oh, wenn das noch. Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Jetzt fahre ich sie doch selber um, oder? Na, ist ein Glück stehen geblieben. Weitstellung und dann geht's weiter. Ich glaube nicht, dass wir nochmal 50% werden wir nicht erreichen, oder?
Weil das sind ja hier zwei Bahnen, wo nicht so viele liegen. Rechts, links die halben. In Mitte ist eine normale Bahn gewesen. Doch, 50% haben wir erreicht. 20 Meilen. Und da sind es sogar 57%. Den Trecker werden wir samt Trailer gleich dort stehen lassen an der BGA. Denn wir müssen ja irgendwie rein in die BGA. Laufen wir nicht allein rein. Halt, andere Seite. Nicht so weit. Und hinstellen. So, Trecker lassen wir auch gleich hier stehen. Beziehungsweise können wir mal gucken, wie es bei den anderen hier drüben aussieht. Aber die können eigentlich noch nicht fertig sein, oder? Nicht die Kettensäge nehmen. Ja, 26 Stunden. Dauert schon noch eine Weile. Genau, das passt schon soweit. So, dann werden wir hier noch ein bisschen aufräumen können, ne? Die Geräte müssen alle zurück zum Hof. Waschen müssen wir sie nicht noch überwachen. Weil ich glaube nicht, dass wir mehr Geld kriegen, wenn sie gewaschen und repariert sind. Das wird nicht so sein. Weil wir müssen sie ja eh übers normale Garagenmenü verkaufen, weil der Trigger geht ja nicht. Also einen Werkstatt-Trigger gibt es ja in der Halle, aber verkaufen kann ich da keine Fahrzeuge. Eine Shop in dem Sinne gibt es nicht, weil die Fahrzeuge spawnen ja einfach auf den Hof und selbst der Trigger dort, der Shop-Trigger, kann ja nichts verkaufen. Das Teil stellen wir einfach hier davor. Wir fahren auch hier lang.
So, Preise stellen wir auch so weg. So viel kann die nicht kaputt sein. Wie gesagt, es würde ja keinen Unterschied machen. Wo haben wir überhaupt den Dreifachableger? Haben wir den schon gleich mit verkauft? So, halt so rum, da brauchen wir noch ein Big M. Ui, ja, also der ist eigentlich. Da kann man kaum noch rausgucken hier. So mal Außenansicht fahren, fällt es nicht so aus. So, gucken wir hier vorsichtshalber nochmal nicht, dass wir was verpasst haben, aber wir haben hier nichts verpasst, das hat sich nichts getan. Also, in dem Sinne, dass was erntereif geworden ist. So, Big M kommt da drüben rein. So, da ist unten erstmal alles weggefahren. Jetzt werden wir noch das Wasser zurückstellen. Was wir nochmal gucken könnten, ist eigentlich 172.000 Liter Milch. Wo kriegt man da momentan das meiste Geld? 2.283 an der Molkerei. Wollen wir noch eine Ladung Milch verkaufen, ne? Also müssen wir ja auch mehrfach noch fahren. Ja, ich denke mal, da schaffen wir noch eine Ladung heute in der Folge hier zu machen. Werden wir mal hier die Fässer austauschen. Weil jetzt ist ja jetzt Wasser drin, kann man nicht mit Milch verdünnen, das Wasser. Ja. So, mal kurz betanken.
So, 52.000 Liter sind drin. So, dann einmal abgeben hier bei der Molkerei. Und 118.000 Version. So, wir haben jetzt hier noch zurückfahren. Müssen wir morgen mal schauen in der Folge, werden wir dann eine Nacht überspringen können, dann werden wir schlafen können. Ich weiß nicht, ob wir schon 19 Uhr schlafen können, ist es zwar gleich, aber ich weiß nicht, ob das schon geht. Nicht, dass wir das Spiel meinten, wir sind noch nicht müde. Ja. Beziehungsweise können wir ihn nochmal aufladen und fragen morgen auch noch ein Laden weg, oder? Das können wir eigentlich machen. 120.000, genau, machen wir. Tun wir ihn hier noch beladen und dann sag ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann machen wir morgen am Dienstag hier weiter, verkaufen nochmal Milch und gucken dann, ob wir schlafen können. Also dann bis morgen, Dienstag, 16 Uhr geht's weiter, bis dahin und tschüss.